Wir sind eigentlich hier in der Mitte von Bayern, südlich von Nürnberg, nahe der Bundesautobahn Nürnberg-München. Das war der frühere Altlandkreis Hilpoltstein, so heißt auch die Ausfahrt. Und heute ist es der Landkreis Roth. Das Revier, in dem wir uns im Augenblick befinden, heißt Mindorf. Und die beiden Reviere Mindorf und Pyras sind von mir mitgepachtet. Je nachdem, wie das Revier beschaffen ist, wenn es sich für die Bodenjacht anbietet, das heißt, dass Naturbaue da sind, dass Kunstbaue da sind, dass Drainageröhren da sind mit 25er oder 30er Durchmesser, ist so ein Revier, sofern es offen ist, für die Bodenjagd prädestiniert. Ein zweites ist natürlich, dass die entsprechenden und eingearbeiteten Hunde permanent zur Verfügung stehen, sodass man die optimale Witterung für die Bodenjagd nützen kann. Das Ideal bei der Bodenjagd ist, dass man abgespürt hat und feststellt, wo Füchse stecken. Wenn das der Fall ist, dann holt man sich einen Hundeführer oder man hat seinen eigenen Hund und dann braucht man in jedem Fall noch einen zweiten Jäger. Manchmal sind auch mehr vonnöten, 3 oder 4. Sehr viel mehr sollte es nicht sein, denn die Jäger behindern sich dann gegenseitig, verursachen unnötig Lärm und stören so den Jagderfolg. Eine Spur und der Lagerplatz des Fuchses zum Sonnen vor einer Röhre kann dafür sprechen, dass das Drainagerohr angenommen ist. Konrad, du gehst mit zu ihm noch hin. Geh mit rauf. Ja, und du gehst mit mir runter. Nachdem Wolfram Oskjan seine Jagdkameraden eingewiesen hat, bezieht er am Rohrende mit Arndt Klaus Stellung. Erst wenn alle Schützen bereit sind, wird der Jagdterrier geschnallt. Der Hund hat Witterung aufgenommen und schlieft sofort ein. Der Hundeführer deckt den Eingangsbereich ab, falls sich der Fuchs am Terrier vorbeizwängen sollte. Mit einer blitzschnellen Drehung des Kopfes hat der Fuchs den Jäger eräugt und fährt wieder zum Bau. Der Terrier zerrt den gesunden Fuchs aus der Röhre. Ein Bauhund muss die Schärfe haben, den nicht sofort verendeten Fuchs zu binden und abzutun. Eine gute Arbeit des Terriers. Das Drainagerohr ist ca. 500 Meter lang. Weidmanns Heil. Zur Belohnung und zur weiteren Motivation darf der Terrier den erlegten Fuchs eine Weile beuteln. Nummer 1. Ein starker Rüde. Die günstigste Jahreszeit ist natürlich die Ranzzeit im Januar. Es ist auch sehr effektiv, die Bodenjagd beispielsweise im Dezember durchzuführen. Wenn Schnee liegt, ist es besonders einfach, weil man dann feststellen kann, wo die Füchse sind. Und dann kann man den Erfolg quasi vorhersagen. Bei der Ranzzeit kann man überhaupt keine Prognose stellen. Wir haben schon bei herrlichstem Sonnenwetter und klarem Himmel bei Frostwetter hervorragende Erfolge in der Ranzzeit gehabt, dass wir mit einem Hund bis zu 6 Füchse an einem Tag hier im Revier erlegt haben. Selbstverständlich gibt es bestimmte Wetterverhältnisse, von denen man annimmt, dass der Fuchs eher steckt. Beispielsweise, wenn es morgens zu regnen oder zu schneien beginnt und die Nacht über trocken war, dann ist voraussichtlich eher ein Erfolg möglich, als wenn es umgekehrt ist. Selbstverständlich versuchen wir, wenn irgend möglich, den Wind zu berücksichtigen. Manchmal geht es aber nicht anders. An einem Hang beispielsweise, da ist es, selbst wenn der Wind in Richtung oder über den Bau streicht, kann es besser sein, wenn man oben auf der Kante steht, so das Schussfeld entsprechend ist. Umgekehrt kann es passieren, wenn die Röhren
unter der Hangkante liegen, dass der Fuchs springt und über den Hang entwischt, bevor man seine Flinte hochbekommt. Bei Rohrsträngen ist es ganz klar, wenn ich nur zwei Leute zur Verfügung habe, dann ist der Hundeführer am einen Ende des Stranges und der Schütze am anderen Ende. Ein zweiter Schütze reicht dann in der Regel, der parallel zum ersten Schützen postiert ist. Und auch hier hat man eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als sich mit den Windverhältnissen abzufinden, denn der Rohrstrang liegt fest. Und es ist in jedem Fall nach meiner Beobachtung besser, wenn der Schütze schlechten Wind hat, als wenn der Fuchs ihn in der Röhre bereits eräugen kann. Die nächste Spur führt zu einer Hecke, von der aus ein Betonrohr seinen Lauf quer durch den Acker nimmt. Aus einiger Entfernung erläutert Wolfram Oskian die Lage und die Vorgehensweise. Ein zweiter bewährter Terrier kommt zum Einsatz. Der Terrier kann keine frische Witterung ausmachen und nimmt die Röhre nicht an. Nimm nicht an, lass mal ein paar Hunde aufschnuppern. Noch ein Versuch auf der anderen Seite der Drainage. Aber ohne Erfolg. Zur Bodenjagd ist neben den natürlichen Voraussetzungen und den geeigneten Hunden von den Jägern besonders Zeit, Geduld und Disziplin gefordert. Wir haben es mit verschiedenen Hundetypen zu tun. In der Regel merkt der eingejagte Hund sehr schnell, ob ein Bau befahren ist, beziehungsweise der Schütze oder Hundeführer merkt auch sehr schnell am Verhalten des Hundes, ob der Bau befahren ist. Manche Hunde bewinden nur den Bau und gehen weiter. Sie zeigen überhaupt kein Interesse. Es gibt aber auch Hunde, die reinschliefen, ohne dass etwas drinnen ist. Es gibt Hunde, die den Anschein erwecken, als sei etwas drinnen. Aber die wirklich eingejagten Hunde nehmen einen Bau nur an, wenn der Fuchs dann auch wirklich steckt. Oder wenn er unmittelbar vorher drinnen war und ist dann wieder raus und ist so viel frische Witterung drin, dann geht er schon mal durch den Bau. Auf zum nächsten Bau. Frische Spuren legen die Vermutung nahe, dass er befahren ist. Doch der Terrier weiß es besser. Sein Interesse ist gering. Auch die mehrmalige Aufforderung zum Einschliefen bringt ihn nicht dazu, den Bau anzunehmen. Nur widerwillig folgt der Hund den Anweisungen des Führers. Die Sache ist klar. Hier ist kein Fuchs und dementsprechend verhält sich der Bauhund. Weiter zum nächsten. Hilft nichts. Damit äußert er sein gesamtes Desinteresse. Das ist eines der sichersten Zeichen, die es überhaupt gibt, wenn der Hund an die Röhren geht. Bei der Bodenjagd ist natürlich der Hund gefährdet. Beispielsweise, wenn der Fuchs aus der Röhre springt und der Hund ist dicht dran und ein Schütze schießt, dann kann es passieren, dass Fuchs und Hund in der Gabe liegen. Beziehungsweise ist es auch schon vorgekommen, dass in einem Sandbau der Hund drinnen war und man hat dann eine gelblich-braune Farbe durch den Sand angenommen und wurde dann im Halbduster eines Hangbaus mit Bäumen als versehentlich als Fuchs erlegt. Die zweite große Gefahrenquelle ist natürlich, dass der Hund im Bau bleibt.
weil er sich verklüftet oder weil er vielleicht in einen Kamin abgestürzt ist und alleine nicht mehr raus kann. Die dritte Möglichkeit ist, dass Teile eines Baues einfallen und der Hund quasi drinnen erstickt. Wenn der Hund im Bau steckt und nicht mehr rauskommt, wartet man zunächst. Es gibt manchmal die Möglichkeit, dass sich der Schütze laut oder der Hundeführer laut entfernt und dann kann es den Hund veranlassen, nach draußen wieder zu schauen. Wenn diese Möglichkeit versagt, gibt es die Alternative, den Hund zu orten mit einem Teilgerät, so der Hund mit einem Sender versehen ist, oder aber man versucht durch Gehör zu lokalisieren, wo der Hund sein könnte und macht einen Einschlag. Man treibt ein Rohr an die Stelle, wo man glaubt, dass der Hund sein könnte, und dann hat man eher die Möglichkeit, Laute des Hundes zu vernehmen. Es ist also immer günstiger, ein Rohr in den Boden reinzutreiben, so es die Bodenverhältnisse zulassen, als aufs Blinde mit dem Graben zu beginnen. Sollten die Verhältnisse ein Graben nicht zulassen, dann kann noch eine Möglichkeit darin bestehen, dass der Hundeführer einen Rucksack, eine Decke oder etwas, das die Witterung seines Führers trägt, am Bau zu hinterlassen. Dann nehmen manche Hunde über kurz oder lang diese ausgelegte Stelle an. Und der Hundeführer, wenn er dann zurückkehrt, kann dann seinen Hund wieder in Empfang nehmen. Wenn Hunde an einen Dachsbau kommen oder an einen Bau, der vom Dachs befahren ist, verhalten sich sehr unterschiedlich. Die einen versuchen, den Dachs an die Schwarte zu gehen. Sie liegen lange vor. Sie können in der Regel den Dachs nicht zum Springen veranlassen. Sie holen sich vielleicht auch ein paar Schmisse und sorgen eigentlich nur dafür, dass irgendwann gegraben werden muss, damit man den Hund wieder befreien kann. Manche Hunde ignorieren den Dachs, manche verbellen ihn nur kurz. Für den Bodenjäger ist der Hund erwünscht, der sich mit dem Dachs nicht auf lange Scharmützel einlässt, denn er zieht dort in der Regel den Kürzeren. Der nächste Bau ist ein Naturbau in einem Feldgehölz. Da dieser mehrere Röhren besitzt, sind 4 bis 5 Schützen notwendig, die das Gelände großräumig abstellen. Leise werden die Einfahrten abgespürt, wobei sich leider herausstellt, dass diese nicht befahren sind. Bei Schneelage ist das einfach zu erkennen. Auf zum nächsten Bau. Der Tag im Fränkischen neigt sich langsam dem Ende zu. Ein letzter Versuch zu zweit wird unternommen. Das Ziel ist ein Kunstbau am Feldrand, dessen einzige Öffnung in Richtung eines Gehölzes zeigt. Ein Zaun schafft einen idealen Zwangspass. Sauber arbeitet der Terrier von Gerhard Freitag die Spur des Fuchses aus. Nummer 2 und 3. Ein Rüde und eine Fähe. Ein erfolgreicher Baujagdtag ist zu Ende. Wenn
jetzt